Liebe Trader, im heutigen Video blicken wir auf die Listen mit den Top-Wachstumsaktien und ich zeige, welche Titel unter dem Gesichtspunkt Trendstärke und Abstand zum Jahreshoch jetzt zeitnah für einen Trade interessant werden könnten. Wir befinden uns am US-Markt ja eigentlich in gar keiner schlechten Ausgangssituation. Das große Bild hat sich in Bezug auf die großen US-Indizes wieder deutlich verbessert. Zum Beispiel der gestrige kurze Einbruch wurde auch direkt umgehend wieder mit neuen Käufen beantwortet und allgemein auch die Price Action unter den Leading Stocks, unter den Wachstumsaktien ist weiterhin zu einem großen Teil konstruktiv zu werten. Top-Bullen-Aktien wie zum Beispiel eine Abiomed kann ihre Kursgewinne weiterhin verteidigen, ein positives Zeichen, oder zum Beispiel auch eine Netflix hat jetzt über die letzten zwei Tage auch wieder schön Fahrt aufgenommen, also insgesamt eine interessante, gute Ausgangslage, sodass man sich wiederum täglich mit neuen Breakout-Kandidaten entsprechend vorbereiten sollte. Ich packe mir ja Anfang der Woche immer beide Listen für die Top-Wachstumsaktien in eine finale Watchlist. Diese habe ich bereits geöffnet und auch schon verschiedene Aktien grafisch hervorgehoben. Die möchte ich jetzt gleich noch kurz durchsprechen. Grundsätzlich finden wir die beiden Listen für die Top-Wachstumsaktien zum Beispiel hier im Trading Desk unter Kursliste, fundamentale Auswahllisten und dann, hoppla, nochmal Kursliste, fundamentale Auswahllisten, dann hier Top Growth 150 Liste, inspiriert bei William O'Neill und der Ken Slim Strategie und die Liste Top Wachstumsaktien. Beide Listen werden jede Woche immer montags mit Hilfe eines softwaregestützten Screening Prozesses immer auf den aktuellen Stand gebracht. Dann packe ich mir die neuen Listen in diese Watchlist und diese kann ich dann täglich sehr bequem vor Börsenhandel in den USA auf neue Trading Chancen entsprechend prüfen und oft eben auch von der aktuellen Price Action Rückschlüsse auf die aktuelle Gesamtmarktverfassung ziehen. Ich nehme mir hier dann gerne zu Hilfe zum einen unter den Indikatoren die Trendstärke. Hier finden wir das Kriterium Trendstärke mittelfristig. An der Formel hat sich nichts geändert. Wir haben nur den Namen geändert von Trendstärke und Trendstärke 2, Trendstärke mittelfristig und Trendstärke langfristig. Ich wähle in der Regel immer Trendstärke mittelfristig. Dann können wir jetzt hergehen, einfach mal nach den trendstärksten Aktien sortieren. Und hier unter den Top 5 befindet sich zum Beispiel New Relic mit einem Trendstärkewert von 4,2, ist auch eine der aktuellen Neo-Davas-Aktien. Und der Titel hat zuletzt starke Q1-Zahlen vorgelegt, ist dann auch mit diesem Upgap in den Handel gestartet. Und bei diesen Titeln gilt es dann auch in der Folge, in den Folgetagen wirklich mit hoher Aufmerksamkeit zu schauen, gerade wenn Sie sich eine kleine Verschnaufpause gönnen, ob wir hier einen interessanten Einstiegspunkt ausfindig machen können, wo wir dann eben auf eine weitere Trendfortsetzung spekulieren können, denn diese Aktien haben eben mit das höchste Potenzial weiter nach oben durchzustarten, weil diese Pivotal Points eben ihre Wirkung weiter nach oben entfalten. Und aktuell finde ich die Aktie auch wiederum sehr interessant. Ja, wir sehen eine bullische Konsolidierung auf hohem Niveau und im gestrigen Handel hat sich die Handelsspanne nochmal richtig schön eingeengt und wenn jetzt hier heute neue Stärke reinkommen sollte, das ist immer wichtig, wir warten auf die nächsten Stärkeimpulse von Seiten der Aktie und wenn dann auch der Gesamtmarkt weiterhin stabil bleiben sollte, dann haben wir eine gute Ausgangssituation für eine weitere mehrtägige Momentumbewegung. Allgemein Softwareaktien bilden am US-Markt mit einer der stärksten Sektoren. New Relic ist hier einzuordnen und das sind auch immer weitere Beobachtungen, weitere Argumente, die für eine potenzielle Trendfortsetzung in diesen Aktien sprechen. Micron Technology hat diese Woche auf einem Analystentag einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Wir haben hier einen neuen markanten Pivotal Point. Zum einen wurde die Prognose für das dritte Quartal angehoben. Zudem wurde ein 10 Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Micron zeigte die Wachstumschancen für Memory- und Storage-Lösungen durch künstliche Intelligenzinfrastruktur, mobile Geräte, Internet der Dinge und entsprechend auch das Roboterauto auf und sorgte damit für mehr Vertrauen unter den Investoren. Erste Analystenhäuser haben darauf reagiert und es gibt Kursziele schon im Bereich von 100 US-Dollar. Die Aktie nähert sich jetzt auch wieder dem Jahreshoch. Wenn dieses geknackt wird, könnte sich die Aufwärtsbewegung nochmal deutlich beschleunigen.
Kleinere Rücksätze sind hier auch kaufenswert in den Bereich der Pivotal Priceline. Auf jeden Fall eine Aktie, die man weiterhin genau im Auge behalten sollte. Wir sehen weiter unten einige Pharma-Aktien machen aktuell auch einen guten Eindruck. Vom Chartverlauf her gefällt mir Supernus Pharmaceuticals ganz gut. Wir haben hier womöglich ein neues Winglow ausgebildet. Wenn die Aktie jetzt hier aus dieser engen Range heraus neue Stärke entwickeln sollte, kann man hier auch mit einer recht engen Risikotoleranz entsprechend auf die übergeordnete Trend-Wiederaufnahme spekulieren. Solar Edge kam jetzt in den letzten 2 bzw. 3 Handelstagen stärker unter Druck. In den letzten beiden Handelstagen gab es jeweils eine Abstufung von Seiten der Analysten, auf die die Aktie sehr sensibel reagiert hat. An der allgemeinen Story hat sich aber nichts geändert. Bei SolarEdge handelt es sich um einen Wechselrichterhersteller, der gerade den US-Markt mit seinen führenden Technologien dominiert. Und bei den Wachstumsaktien allgemein nehme ich mir immer gerne den GD50 zu Hilfe. Dieser eignet sich immer wieder als gute Supportmarke. Wir sehen auch in diesem Bereich hat die Aktie gestern den Handel geschlossen, sprich wenn heute eine erste Erleichterungsrallye einsetzen sollte, dann könnte man es mit einer Risikotoleranz von ca. 3% auf der Long-Seite versuchen. Ein sehr spannender Breakout-Kandidat ist GoDaddy, konsolidiert in den letzten Tagen wunderschön nach Lehrbuch auf hohem Niveau innerhalb einer relativ engen Range seitwärts. Hier handelt es sich um einen führenden Anbieter im Bereich Webhosting. Man ist auch entsprechend dem Softwaresektor zuzuordnen. Und beispielsweise JP Morgan hat hier vergangene Woche das Kursziel von 74 auf 84 Euro angehoben, also auch noch reichlich Kurspotenzial vorhanden. Wenn die Aktie Stärke entwickeln sollte, kann man auch hier direkt auf der Long-Seite aufspringen und hier diese Trendkanalverläufe können wir uns ja auch entsprechend mit einem Alarm verknüpfen. Linksklick auf den Trendkanal, rechtsklick auf Alarm erstellen und dann haben wir hier beide Barrieren entsprechend abgesichert. Dann zusätzlich nehme ich mir jetzt noch das Kriterium Abstand zum Jahreshoch zu Hilfe, wähle nach dem geringsten Abstand und zum Beispiel mit diesem Scan habe ich auch noch eine Visa-Aktie auf die Watchlist gepackt. Wir sehen hier auch in den letzten Tagen einen konstruktiven Konsolidierungsverlauf auf hohem Niveau, wie es sich gehört. Zuletzt hat man auch wiederum starke Zahlen präsentiert und es gibt eben einige Aktien, die weiterhin wirklich ihre hohen Niveaus halten können. Zum Beispiel eine Adobe Systems wäre an der Stelle auch noch erwähnenswert. Und wenn jetzt hier auch neue Stärke reinkommen sollte, dann ist auch wiederum eine Visa ein interessanter Kandidat für eine mehrtägige Rallye-Bewegung.